Ja, also ich heb die Dinger gleich wieder auf. Es ist, es kommt im Video einfach cool. Ja, okay, ich heb sie jetzt. Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Ready for Track. In diesem Format hatten wir jetzt schon länger keine Folge mehr. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut in die gleichnamige Playlist, Ready for Track. Ganz kurz, worum geht's da? Wir nehmen ein Auto, picken uns das raus und gehen einmal theoretisch durch, was für Kosten auf euch zukommen, um das Auto ready für die Rennstrecke zu machen. Dabei geht es nicht um irgendwelche krassen Umbauten, nicht um den Track-Tool-Umbau und nichts Radikales, sondern einfach nur, dass das Auto auf der Rennstrecke funktioniert, dass ihr Spaß damit habt und nicht viele Ausfälle habt. So, dazu haben wir heute ein Renault Clio RS Trophy der vierten Generation. Erst einmal entschuldigt für das Zittern der Kamerafrau. Hier ist ja ein wenig kalt in dieser Tiefgarage. Wie ihr schon an dem Kennzeichen erkennt, ist das in diesem Fall ein etwas besonderes Auto. Was es damit auf sich hat, das erklären wir euch noch in weiteren Videos. Aber das Auto hat einen etwas besonderen Hintergrund. So, dazu aber mehr später. Erst einmal kümmern wir uns darum, was müssen wir tun, damit diese kleine Pocket Rocket hier auch gut auf der Rennstrecke funktioniert. Da gehen wir jetzt ein paar Punkte durch. Und der allererste und wichtigste Punkt ist erst einmal, natürlich, erstmal die Basisdaten. Wir müssen so ein Auto erstmal kaufen. Das ist ein Renault Clio 4 RS Trophy mit einem 1,6 Liter Turbomotor, 220 PS. Ganz special an dem Ding, ein Doppelkupplungsgetriebe ab Werk. Und 280 Newtonmeter, die liegen schon bei 1750 Umdrehungen pro Minute an, dank des kleinen Laders. Ein Leergewicht, das, falls ihr da irgendwie andere Daten habt, müsst ihr mir da einen Kommentar unter das Video schreiben. Ein Leergewicht von 1270 Kilogramm habe ich jetzt. Also es ist ein gegoogelter Wert, muss ich sagen. Ich dachte, das Ding ist sogar ein bisschen schwerer, da die relativ viel Ausstattung haben. Aber ich freue mich, wenn nicht, denn das heißt, dass wir das Ding relativ realistisch auf unter 1,1 Tonnen kriegen. Aber darum geht es später. Wie gesagt, die Basisdaten. Wir fangen damit an. Wir müssen uns so ein Teil kaufen. Ich habe ein bisschen den Markt studiert. Und ja, die sind so zwischen 15.000 und 16.000 werden die angeboten. Dann haben die auch echt nicht viel runter. Sind vom Zustand her okay. Ausstattung, würde ich sagen, ist bei dem Auto echt egal. Ihr braucht keine Rückfahrkamera, ihr braucht kein Leder und so weiter. Muss alles nicht sein, daher 15.000 bis 16.000 mit ein bisschen Verhandlung sage ich jetzt mal, dass ihr für 14.000 Euro einen guten Renault kriegt. So, weiter geht's. Ja, also ich heb die Dinger gleich wieder auf. Es ist, es kommt im Video einfach cool. Ja, okay, ich heb sie jetzt. So, wir haben uns so ein Ding für... Du musst noch runter. Runter, so. Dein Kopf ist nicht drauf. So. So, wir haben uns so einen kleinen Koffer für 14.000 gekauft und machen uns erstmal an die einzelnen Punkte, damit das Ding auf der Rennstrecke funktioniert. Starten wir mit den Bremsen. Guter Punkt, die Bremse. Auch sogar einer der teuersten Punkte an diesem Auto, denn der originale Bremssattel funktioniert wohl nicht. Ich konnte es selber nicht testen, muss ich ehrlich sagen. Dieses Auto hat schon den Upgrade-Bremssattel. Das heißt, ihr nehmt entweder einen Bremssattel vom Megane 2 RS oder vom Clio 3 RS. Die sollten Plug and Play passen. Das ist leider ein etwas großer Kostenpunkt. Dann habt ihr eine 4-Kolben-Brembo-Bremsanlage. Da liegt ihr bei ca. 900 Euro. Gibt es als Kit mit den passenden Adaptern. Aber was ist eigentlich mit Scheiben und Belägen? Gut, dass du fragst. Natürlich reicht die Bremsanlage alleine nicht aus, beziehungsweise die Bremszange nicht. Wir brauchen noch Scheiben und Belege. Scheiben und Belege habe ich jetzt einfach mal für 500 Euro notiert. Ich habe mir das Kit rausgesucht, da nehmt ihr am besten die Originalscheiben von Renault. Die passen verdammt gut, sind günstig. Ihr müsst da kein Tarox nehmen oder Zimmermann schon gar nicht, wie auch immer. Aus dem Zubehör nehmt originale Renault-Scheiben, habe ich mir sagen lassen. Aus sicherer Quelle, dass das mit die besten Scheiben sind, die man für dieses Fahrzeug nehmen kann. Dasselbe gilt für den Megane. Belege, Paget RSL 29 oder ihr nehmt Endless Belege. Im Paket sind wir da immer noch im Rahmen von 500 Euro. Die kommt zu den 900 Euro für die Bremszangen on top. Willst du keinen Stahlflex verbauen? Gut, dass du sagst, natürlich brauchen wir auch Stahlflex-Leitungen. 150 Euro on top für vorne und für hinten. Dazu noch ordentliche Bremsflüssigkeit. Und wie willst du das Ganze kühlen? Klar müssen wir das Ganze auch kühlen, also bauen wir uns wie immer eine Bremsenkühlung, ein paar Schellen, ein bisschen Schlauch,
die Trichter vorne aus dem 3D-Drucker oder wie auch immer. Ich sage jetzt mal 150 Euro für das komplette Kühlsystem für die Bremsen. Was ist mit dem Fahrwerk? Fahrwerk. Fahrwerk ist eine Sache, wo ich glaube, dass wir hier wirklich sparen können. Oft sage ich, ihr müsst das Fahrwerk rausschmeißen, dann kauft ihr euch ein KW irgendwas, ein H&R oder ein Bielstein oder wie auch immer. Ich glaube, dass das Cup-Fahrwerk, was mit den Trophy-Modellen, ich glaube, fast immer mit dazukommt, gar nicht so schlecht ist. Da reicht es, wenn ihr einfach nur kürzere und härtere Federn verbaut. Das heißt, die Dämpfer sollen eigentlich ganz gut funktionieren. Dann nehmt ihr dann Eibach, Bielstein, H&R Federn oder von ST gibt es auch ziemlich gute Federn. Da liegt ihr bei 150 Euro nur. Dann sollte das Auto auf jeden Fall funktionieren. Ihr müsst da nicht sofort eine teure Variante nehmen. Und mir ist auch aufgefallen, dass ihr gar nicht so viel Auswahl habt bei dem Auto. Ihr landet unwillkürlich, wenn ihr was Gutes haben wollt, ziemlich schnell bei einem KW Clubsport. Da seid ihr bei 2.800 Euro. Ich finde, das kann man echt gut mit ordentlichen Federn überbrücken. 150 Euro, absolut fair. Hast du nicht was vergessen? Reifen? Absolut elementarer Punkt, Reifen. Reifen, sage ich mal, Dimension 215-45 auf einer 17 Zoll Felge. Das wäre so die optimale Dimension, die ich fahren würde. Vielleicht verträgt das Auto auch 225, aber ich denke, mit 215 funktioniert es ganz gut. Da habe ich mal geschaut, zum Beispiel die Yokohama AD08R, die ganz gut funktionieren, womit ihr auch im Alltag ein bisschen rollen könnt, ohne dass ihr da eine komplette Vollmeise kriegt, weil die Dinger einfach nur super hart sind, durch die harte Karkasse. Da liegt ihr bei nur 500 Euro für den ganzen Satz rundherum, finde ich super fair. Heißt, summa summarum, wir haben uns das Ding für 14.000 gekauft, haben eine große Bremsanlage, Scheiben, Belege, Stahlflexleitung, Bremskühlung, Federn eingebaut, haben die Reifen umgezogen, dann fahren wir zum TÜV, lassen alles abnehmen. Das ist jetzt auch nur so ein geschätzter Wert von mir, so nach Gefühl, weil ich habe jetzt schon das ein oder andere Auto umgebaut und mal ein bisschen radikaler, mal weniger radikal. Ich sag mal, für die aufgezählten Sachen liegt ihr bei 450 Euro in etwa, dass alles abgenommen ist. Und dann würde ich sagen, geht's ab auf die Rennstrecke. Heißt, ihr habt ein Auto hier für 16.800 Euro, ready for track. Könnt ihr mit Spaß haben auf der Rennstrecke, es ist alles legal, es ist alles eingetragen, funktioniert gut. Alles darüber hinaus wird teuer, ist nicht notwendig, aber ihr kennt es besser als ich, haben ist besser als wollen. Wie zum Beispiel die Sitze. Ja, klar können der Recaro Pole Position rein, aber habe ich in diesem Fall nicht aufgezählt. Das mache ich ganz gerne bei allen anderen Autos, aber diese Sitze sind wirklich unheimlich stabil in der Seitenlage. Hätte ich nicht gedacht, weil die sehen echt aus wie alte Sofas, sind aber mega stabil, halten euch echt in Position. Daher geht das und dann geht es natürlich los, wenn ihr anfangt mit Temperaturproblemen, großer Ladeluftkühler, großer Wasserkühler, Ölkühler etc. Aber das sind alle Sachen, die kommen on top. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick, was so eine kleine Pocket Rocket kostet. Ich finde absolut fair und die Dinger sind verdammt schnell auf der Nordschleife. Was es mit genau diesem Auto auf sich hat, kommt in einem der nächsten Videos, sagt uns doch mal, was ihr davon haltet. Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von dem Ding? Würdet ihr so ein Teil umbauen? Habt ihr vielleicht so ein Teil? Und mehr Infos als ich, dann schreibt alles rein. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Wir sagen ciao. Tschüss.